Heißt also entweder jetzt schon buchen, günstig, aber dann mit großem Risiko, oder doch noch ein bisschen abwarten, aber dann eventuell tiefer in die Tasche greifen müssen. So, gibt es denn schon irgendwelche Länder, die um deutsche Urlauber werben? Wir haben ja gehört, ausgerechnet die Corona-gebeutelten Österreicher, die stehen ja da ganz vorne. Aber hast du noch ein paar andere gefunden? Ich habe noch ein paar andere gefunden. Österreich ist ein gutes Thema. Ich habe das versucht, in Gruppen in Ampelfarben mal einzuordnen. Es gibt tatsächlich welche, bei denen sieht es eher schlecht aus. Schauen wir mal eben auf die beliebten Reiseziele in Europa. Ja, Italien, Frankreich und Spanien, da steht tatsächlich noch ein sehr, sehr großes Fragezeichen. In Spanien spricht man davon, dass die Tourismussaison, also vor allem eben für ausländische Reisende, vermutlich erst wieder Ende des Jahres anlaufen wird. In Frankreich ist die Rede davon, dass Reisen in eine Pandemie gerade überhaupt nicht reinpasst. Ja, und in Italien, da ist man verzweifelt, aber die Möglichkeiten, die man da sieht, doch wieder den Tourismus anlaufen zu lassen, die klingen ein bisschen märchenhaft. Zum Beispiel spricht man da von Plexiglascontainern an Stränden, Maskenpflicht an den Stränden. Das klingt alles im Moment noch nicht so wirklich nach einer wahrhaftigen Umsetzung. Deswegen schauen wir uns die Länder an, die da vielleicht ein bisschen realistischere Konzepte haben. Die habe ich hier mal in Gelb hinterlegt. Da ist dann tatsächlich Österreich dabei. Bilaterale Absprachen kann man sich dort nämlich vorstellen, eben mit den Ländern, bei denen man sieht, ja, da sind die Zahlen weit zurückgegangen, da ist man eben gut vorangeschritten im Kampf gegen das Coronavirus. Da könnte man sich eben vorstellen, Touristen aus diesen Ländern, zum Beispiel aus Deutschland, wieder zurück nach Österreich dann auch zu lassen. Andere Länder, wie zum Beispiel Kroatien, aber auch wie die Türkei, sprechen von Gesundheitszertifikaten. Das heißt, dass man etwa die Menschen nochmal mit einem Zertifikat ausstattet, die nicht an dem Coronavirus erkrankt sind. Das ist im Moment auch noch sehr fraglich, und die dürften dann, und da ist auch die Rede teilweise von speziellen Flugzeugen, auch da noch ein Fragezeichen, einreisen und sollen dann in Corona-freien Ferienzentren bzw. Ferienunterkünften untergebracht werden. Und so will man eben eine Art Tourismusschleuse, einen Tourismuskorridor für bestimmte Länder schaffen. Ja, wie gesagt, noch viele, viele Fragezeichen auch in diesem gelben Bereich. Wer also wirklich grünes Licht haben will, der muss wahrscheinlich wirklich den Heimaturlaub dieses Jahr anstreben, denn für Ferienhäuser, das sagt eben auch der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, gibt es wahrscheinlich nicht so große Zweifel. Da gibt es keine Massenansammlungen. Da kann zum Beispiel eine Familie gut unter sich bleiben. Und wenn man dann so langsam eben auch ein Konzept für die Hotelrestaurants etwa hätte, also für die Gastronomie, die ja mit dem Tourismus verknüpft ist, dann kann man sich auch eine schrittweise Hoteleröffnung vorstellen. Aber ja, das heißt eben wohl, wir müssen uns, wenn wir wirklich ganz sicher gehen wollen, doch mit dem Heimaturlaub anfreunden. Ja, wenn ich da aber an Nord- und Ostsee gucke und an die Strände, dann frage ich mal, wie sie